Hola. Hello. Привет. Pasusu pumpom bensambapom. Buongiorno, sono Rosanna Clotti. Ja, ich komme aus Kuba. Mein Name ist Raciel. Ich arbeite an der Werner Fachhochschule als Hauswart. Ich bin Deborah Havenstone. Ich komme aus New York und ich bin Dozentin in Sozialarbeit. Ich bin Dimitri Demin. Ich komme aus Russland. Ich arbeite bei der BFH im Kompetenzbereich Density. Meine tägliche Arbeit besteht aus Verbindung zwischen Algorithmen zu schaffen und Architektur. Meine Wurzeln sind von Italien. Ich bin zwar hier geboren, meine Mutter ist Schweizerin und mein Vater ist Italiener von Süditalien. Also ich bin hier in Buchhaltung, bin schon 10 Jahre an der BFH. Mein Name ist Leonard Guida. Ich komme aus Kamerun und hier versuche ich das mathematische, logische oder statistische Denken unseren Studierenden zu vermitteln. Sehr ehrgeizig, ja, und sehr freundlich. Die Schweizer sagen immer, dass die Amerikaner sind so oberflächig freundlich. Ich finde, dass ich bin nicht oberflächig freundlich, aber die zweite ehrgeizigste sein trifft mich voll zu. Stil oder Eleganz oder Noblesse trifft bei mir nicht ganz zu, aber zumindest die Dignität, das würde ich schon sagen, ja, das trifft zu. Wenn man sein Wort gibt, dann hält man dran. Ich bin auch temperamentvoll, ich bin für alle da, ich koche gern, ich arbeite gern, nie schlecht gelaunt eigentlich. Wir sind nicht gestresst, wir haben Ruhe und das nutze ich hier in meiner Arbeit. Ja, in Kamerun reagieren die Leute nicht so stressig. Wir können von der italienischen Kultur lernen, wie man ein bisschen positiver denken kann. Ich versuche einfach die Ruhe zu bewahren. Man muss manchmal schon nicht immer alles so eng oder ernst sehen wie hier. Ich denke hier, die Leute haben viel Stress wegen den Arbeiten, wegen vielen Situationen. No? Sie können nicht ganz das Leben gut leben, no? Organisieren. Mein internationaler Background hilft mir, die Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Ich höre oft viel Musik, das ist wichtig für mich. Für mein Leben, für meine Stimmung. Ich muss meinen Körper bewegen. Immer. Das ist im Blut.